Nach dem Verbot von Instagram brachen russische Phänomene in Tränen aus. Für mich, das ist mein Leben, weinen russische Influencer untröstlich über das Instagram-Verbot. Russische Social-Media-Influencer, die eine große Fangemeinde haben, weinen unkontrolliert, nachdem sie Instagram in ihrem Land verboten haben. Der Umzug tritt am Montag in Kraft und wird fast 80 Millionen Benutzer von der Plattform entfernen. Vor Montag besuchten viele Social-Media-Influencer ihre Instagrams, um sich unter Tränen von der Fotosharing-App zu verabschieden. Videos von weinenden Betroffenen haben das Internet im Sturm erobert. Der russische Reality-TV-Star Olga Busowa hat am Sonntag ihren neuesten Beitrag geteilt. In dem Video weint sie nach dem Verbot, als sie sagt, das Verbot der App fühle sich an, als würde sie ihr das Leben nehmen. Ich habe keine Angst zuzugeben, dass ich dich nicht verlieren will, sagte die 36-jährige Busowa laut Insider ihren 23,3 Millionen Fans. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, schluchzte sie in dem 7-minütigen Video. Ich weiß nicht, ich habe nur mein Leben, meine Arbeit und meine Seele geteilt. Ich habe das alles nicht für mich als Job gemacht, es ist Teil meiner Seele. Ich fühle mich wie ein großer Teil meines Herzens und meines Lebens, es ist mir genommen.